Guck mal, linkes Mittelfeld habe ich nämlich auch gar kein. Das heißt, er geht runter. Der alte Gix, ne? Aber er ist immer noch richtig gut. Hier kann ich auch noch ein bisschen wechseln. Aber ich hätte doch hier irgendwo einen Linksinnenverteidiger. Oh lol. Egal, er kann noch ein Spiel spielen. Und wie spielen wir mal auf. Wie spielen wir mit der englischen Mannschaft in Liga 4 mit meiner B-Mannschaft? Mal schauen, was wir da so reißen können. Aber ich denke mal, ich meine, ich denke, es ist nicht viel, aber mal schauen, ne? Wobei der Bräune ja jetzt auch aktuell in Wolfsburg spielt. Und aber man muss sich ja, glaube ich, die Spieler wieder neu kaufen, wenn die gewechselt sind. Jetzt ist ja das Winterupdate drauf auf dem PC. Auch endlich mal. Muss man auch mal Zeit. Und dann muss man sich den Spieler wieder neu kaufen, was ich totaler Bullshit finde eigentlich. Weil man zieht die Leute, sag ich mal, in Packs oder sowas, man gibt dafür Geld aus. Und man muss sich dann die Spieler nochmal extra neu kaufen. Das ist völliger Bullshit für mich, ich finde. Verstehe nicht, warum das EA nicht einfach ändern. Oh, ein gutes französisches Team. Leute, 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 können wir heute. Oh, Alter, das ist brutal, ey. Da müssen wir aufpassen heute. Es ist das erste Spiel dieser Saison und sie werden natürlich keinen Fehlstart hinlegen wollen. Es geht los bei 0. Oh Gott. In der heutigen Partie ist Ernst. Guillermo Santos. Nasri. Er will ihn haben, den Ball, sieht er ihn? Die Flanke kommt gut. Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Jermaine Defoe. Und da wollte er Vorteil laufen lassen, dann pfeift aber doch an. Gut, dass er abgepfiffen hat. Die Situation war eigentlich schon fast vorbei. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Dadurch, dass sie nämlich den ein ganz schwaches Spieler, Spiel, deswegen geht der Ball jetzt aus. Dass ich eigentlich gepasst habe, obwohl ich eigentlich passen wollte. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball. Oder obwohl zurück. Da gar kein Spieler war. Was für eine klasse Tat. Logisch, das muss Eckball geben. Der Ball abgefälscht und geht es aus. Lukas. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Schade. Benzema. Ich bin gerade etwas ruhiger, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil das auch so ein hyperaktiver Kerl da ist. Oh, das wäre natürlich was gewesen, wenn der gepasst hätte aus dieser Distanz. Eine knappe Kiste, in der Tat.
aber er übertreibt es nicht und das finde ich gut. Am Anfang hat er ein bisschen voll übertrieben, fand ich. Aber jetzt geht's eigentlich. Und der Carroll macht mit seinen riesen. Das ist ein riesiger Schlags vorne drin, ey. Der ist richtig gut. Der hat zwar nicht so viel Pace, aber wenn er von außen die Flanken kriegt, dann ist er in der Luft eine Bombe, eine Granate. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Ja, es steht 1-0, das ist schon mal ganz gut. Das zeigt, dass wir auch trotz B11 gewinnen können. Sag mal so, mit einer guten BL. Erobert zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Die Ecke, okay. Der Abschluss viel zu schwach. Benzema. Nasri. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Und Jermaine Defoe mit dem 2:0. De Bruyne. Die Gegenspieler wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Wenn das mal nicht gibt. Achtung! Boah. Eine tolle Torwartleistung. Stark von Kevin De Bruyne. Der Ball ist im Aus. Eckball. Wenn einer und 3:0. Durch John Terry. Wie immer gibt es hier die Wiederholung des Treffers. Gerade auf den Strafstoß pariert und bei der nächsten Aktion der Schleppert's doch. Guck mal. Das ist jetzt aber schon deutlich. Kauf dir einfach den Schneid ab, du mutwürdigen Schicksal, Alter. Super Pass, genau auf den Punkt, das bringt Gefahr. Jawohl, Flinker. Und Rot, wa? Das war eine richtige oder? Entscheidung. Muss er Rot geben. Und jetzt gibt er die rote Karte. Sagen. Und das völlig zu Recht nach dieser Aktion. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir schießen einfach da richtig arrogant. Komm. Oh, hat er das super. Wohl dem, der so einen Keeper da hinten drin hat. Nein, komm. Wir spielen jetzt sehr ernst. Ein bisschen Spaß muss ab und zu sein. Jetzt haben wir ein bisschen sauer gemacht. Das ist ganz okay so. Das hat er gut gemacht, glaube ich. Der trifft doch sonst nicht mal das Garagentor. Aber jetzt hat er zugeschlagen, Buschi. Ja, sieht man bei ihm äußerst selten, denn normalerweise liegen seine Qualitäten eindeutig. Wunderschön, diese Eingabe. Eine super Flanke. Also da muss man dort. De Bruyne. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. So sieht eine sichere Faustabwehr aus. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Herrliche Flanke. Stellen wir ihn nur vor dem Abseits, wollte gerade sagen. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten. Aber hier nochmal ein Glück. Abseits.
Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Aber wir machen bis jetzt eindeutig das Spiel. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Nein! Dank seiner Übersicht konnte er. Guck mal hin! Und in der nächsten Folge werden wir, ich weiß, das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich. Ja, habe ich schon mal. Das Hybrid-Team mal zusammenstellen. Wir zusammen werden das Hybrid-Team machen. Nicht alleine. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Und da ich mal, wenn ihr eine richtig gute Formation oder Aufstellung habt, schreibt mir das mal in den Kommentar rein. 45 Minuten, deshalb der Halbzeitstand 3:1. Fußball, das ist meistens die Kunst des Scheiterns. Aber in dieser ersten Halbzeit, da haben wir vieles richtig Gelungenes gesehen. Manni Breukmann als Fußballphilosoph, aber man kann sich dem nur anschließen. Das ist die hohe Kunst des Fußballs hier bisher. Und die Leute, die sind völlig aus dem Häuschen. Was ist jetzt? Mach's mal hin. Ist ja langweilig. Oder hast du Schiss gerade, dass du wieder einen auf den Sack kriegst? Komm, danke, endlich. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Es sind alle. Aber das war jetzt auch die Zeit. Oh. Am Anstoßpunkt. Auf die Zeit, die abgelaufen ist. Ich denke, er wäre super. Premium an. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Oder er hat umgestellt, das kann natürlich auch sein, ne? Weil er Klischee, sag ich mal, gesperrt ist jetzt. Schnell, steil gespielt, aber der Gegner ist am Ball. Andy Carroll, beide Rangelei um den Ball. Jetzt müsste er angespielt werden. Aber scheint mir auch nicht einmal noch auszusehen, als hätte er umgestellt. De Bruyne. Vielleicht die Formation, dass er sich ein bisschen offensiver hingestellt hat. Antizipieren. Das ist ein klassischer Lattentreffer. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass er ein bisschen offensiver gestalten möchte jetzt. Nasri. Sehr gute Flanke. Der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Die Situation wurde geklärt. Andy Carroll. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Wow. Boah, Alter. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Carroll. Achtung. Oh. Das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. De Bruyne. Da kommt der Pass. Nein, den hält er. Unfassbar. Es geht doch. Es geht doch. Ein Pass wie ein Tor. Jawohl, Carroll mit dem nächsten Tor. Sauber. Schon wieder lässt der Keeper einen haltbaren Reinmann. 4:1. Ja, das gibt kein Ende in diesem Spiel heute. Ich habe erst überlegt, Suarez einzuwechseln vorhin. Wenn das jetzt mal eng werden sollte. Also Suarez und Rooney und sowas.
Aber jetzt brauche ich ja nicht mehr, vor allem weil es schade. Überhaupt nicht konzentriert, fast schon überheblich. Die Spieler wollen natürlich Fans haben, die von der ersten bis zur letzten Minute hinter der Mannschaft stehen. Aber das ist hier überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, aber dafür musst du natürlich als Mannschaft auch was tun. Du musst die Jungs in deinen Bann ziehen, du musst guten Fußball spielen. Da muss mehr kommen. Achtung! Da war ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Oh, lol. Lukas! Ein verzogener Ball. Ja, aber so kannst du das Ding auch nicht verwehren. Geht er rein? Und da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Schuss! Oh. Mann! Der Ball ist ihm verrutscht. Ja, nicht einfach, so ein Ding mit dem Außenriss. Oh, so schlecht war der gar nicht. Nasri. Die Abwehr steht goldrichtig. Also da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante. Und Fazit in der Aufnahmesession ist, dass wir auch mit der B11 eine relativ gute Chance haben. Spieler legt sich den Ball zum Eckstoß bereit. Wenn wir eigentlich einen richtig richtigen Sahnetag haben. Es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Wieder eine Ecke. Das darf er nicht zulassen, er verliert den Ball. Zweig, klare Sache, Freistoß. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Benzema. Ach, der Vorleg, den erstmal läuft. War mal ein bisschen meine... Ah, schade. Ein bisschen meine Ballbesitz hochschrauben gerade. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Stark. Stark. Der Schießer und er legt sich den Ball in den Viertelkreis. Es gibt Ecke. Schade. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. War mein Carry ja fast zur Stelle. Wenn Afreider, der ist ja richtig schnell, oder? Das ist ja krass. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Sanja. Vor allem wie schnell er ist, ne? De Bruyne. Kevin De Bruyne, ah, den kriegt er nicht. Aber es war ein akzeptabler Einstand für ihn heute. Also es war ganz okay, war nicht schlecht, war nicht gut. War nichts Ganzes. Hatte ein paar gute Szenen dabei. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein schöner Keeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Und ich sag mal so, hier ist der Luft raus. Ball auf Karim Benzema. Jetzt sieht er ab. Das sind hier im Prinzip zwei gleichwertige Mannschaften. Und wenn die Jungs noch ein Tor machen, dann ist noch einiges drin. Wir haben diesen Tricks haben wir ordentlich richtig Nasri. Die Grenzen gezeigt. Und mir sagt, dass wir das Tricks nicht alles genau ist. Zur Stelle bei dieser Flanke. De Bruyne. Jermaine Defoe. Und vielleicht macht De Bruyne noch sein Tor. Nein, noch nicht. Sie haben es gehofft und es ist ein guter Start geworden. Schade. Drei Punkte und vor allem, vielleicht noch wichtiger, jede Menge Optimismus für die nächsten Spiele. Tollen 549 Minuten. Gesehen, liebe Zuschauer. Andy Curry mit 96, Alter. Das ist ja richtig krass. Richtig krasse Sache, ey. Denkt er eigentlich, wer er ist, ey. Lass mal im Shop gucken. Vielleicht geht das jetzt. Ich glaube zwar nicht dran, aber gut. Nur.
Ach, guck mal, das gibt's schon gar nicht mehr. Ist ja der Hammer. Vor allem hier gibt's. Naja, Leute, egal. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt 5 Fast habe ich jetzt, ja. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Videos gefallen haben, dann lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut da rein. Tschüss.